redest denn du? Was redest denn du? Wer bist du denn überhaupt? Wer seid ihr denn? Alle miteinander? Verbrecher! Bildet euch womöglich noch was ein drauf, weil ihr Geldschränke knacken könnt oder Fassaden klettern oder Karten zinken. Lauter Sachen, denke ich mir, die ihr gerade so gut lassen könntet, wenn ihr was Ordentliches gelernt hättet. Oder wenn ihr arbeitet. Oder wenn ihr nicht so faule Schweine wärt. Aber ich, kann ich denn anders? Hab ich denn nicht dieses Verfluchte in mir? Das Feuer, die Stimme, die Qual. Du willst also damit sagen, dass du morden musst? Immer muss ich durch Straßen gehen und immer spüre ich, da ist einer hinter mir her. Das bin ich selber und verfolgt mich. Lautlos. Aber ich höre es doch. Ja, manchmal ist mir, als ob ich selber hinter mir herliefe. Ich will davon, von mir selber davonlaufen, aber ich kann nicht. Kann mir nicht entkommen, muss den Weg gehen, den es mich jagt, muss rennen, endlose Straßen, ich will weg. Und mit mir rennen die Gespenster, von Müttern, von Kindern, die gehen nie mehr weg, die sind immer da, immer, nur nicht. Ich tue, wenn ich. Dann weiß ich von nichts mehr. Dann stehe ich vor einem Plakat und lese, was ich getan habe, und lese. Was habe ich getan? Aber ich weiß doch von gar nichts. Wer glaubt mir denn? Wer weiß denn, wie sie mir aussieht? Wie es schreit und brüllt bei ihnen? Wie ich tun muss? Will nicht, muss! Und dann schreit eine Stimme und ich kann es nicht mehr hören! Hilfe! Ich kann nicht! Der Angeklagte hat gesagt, dass er nicht anders kann. Das heißt also, dass er morden muss. Damit hat er sich selber sein Todesurteil gesprochen. Ein Mensch, der von sich selber sagt, dass er zwangsweise fremdes Leben vernichtet, dieser Mensch muss ausgelöscht werden wie ein Schaffeuer. Dieser Mensch muss ausgerottet werden. Dieser Mensch muss weg. Oh,